Servus und hallo. But not another dope show. Ich beobachte ja schon sehr, sehr lange die ganze Aktivistensache. Bevor ich selber richtig aktiv geworden bin, habe ich mir überlegt, das sind eigentlich ganz schön viele Leute. Das muss doch richtig cool klappen. Ey. Und dann habe ich mitbekommen, dass die Szene zerstritten ist. Die sogenannte Szene, dass die zerstritten ist. Und zwar gab es damals die Dampfparade in Köln. In Berlin gab es die Hanfparade. Und Organisatoren beider Gruppierungen waren irgendwie zerstritten. Und dann gab es auch noch den Deutschen Hanfverband, der war am Anfang irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, da auch involviert in eins von den beiden und dann auch nicht mehr. Und dann hat sich das alles so, ja, verhärtete Fronten halt dann, gell. Von außen schaut das richtig blöd aus. Dann, als ich selber aktiv geworden bin, das war die Zeit, als bei der Hanfparade zum, weiß ich nicht, wievielten Male die Orga-Gruppe gewechselt hat. Ja. Und irgendwann haben wir halt dann entschieden, wir versuchen es noch einmal, so ein gemeinschaftliches Ding zu machen. Aber wir scheiterten ja schon daran, dass die Abstimmung bei dem Breiter kommen wir weiter, irgendwie die Leute das nicht verstanden haben, wie das gemeint ist. Wir haben nämlich gemeint, das wäre irgendwie... Wir sind breiter aufgestellt mit mehreren Initiativen, die alle die Kräfte der Aktivisten irgendwie bündeln und halten. Und jeder, der was machen möchte, geht ja irgendwie zu so einem Verein dazu. Und in Berlin gibt es halt mehrere. Und wenn wir uns da alle breiter aufstellen und zusammenarbeiten, dann können wir viel bessere Dinge machen. Weil diese Leier von wegen so und so viel minimal wäre ja in Deutschland legal, wenn man das hört von einem SPD-Politiker, gut, jetzt nicht mehr, aber vor einer längeren Zeit haben sie es noch so gedacht, es wäre so, dass eine geringe Menge legal wäre, ey, da könnt ihr halt echt kotzen, ey. Die einen, die sperren einen schon wegen Pillepalle ein und die anderen, die machen halt gar nichts oder fast nichts. Deswegen muss man da halt doch schon für alle irgendwie was Gleiches finden und es ist nicht okay, dass man an einem Verbot festhält, das überhaupt nicht haltbar ist. Aber darum geht es gar nicht da. Mir geht es darum, warum diese Streits entstehen. Das ist ganz einfach. Es gibt keine Cannabis-Community in dem Sinn, wo man sagt, okay, man geht da hin oder weil man konsumiert, ist man, denkt man gleich oder hat man dieselben Ansichten. Das ist halt nicht so. Cannabis ist einfach nur eine Droge. Und die Aktivisten sind ein Querschnitt von der Bevölkerung. Und wenn du da zwei Alpha-Typen beieinander hast, die streiten natürlich, weil jeder möchte halt seine Idee gerne durchdrücken oder seine Idee verwirklicht sehen. Aber es geht halt nicht immer. Richtig ekelhaft wird es halt dann, wenn jemand anfängt, Dinge für sich zu reklamieren, weil er halt aus dem Kampf um Cannabis Geld ziehen möchte. Weil es gibt halt ein paar Aktivisten, deutschlandweit wahrscheinlich auch, die sehen das, wie der DHV das macht. Ja? Die lassen sich von Konsumenten und von Firmen und von Leuten wie mir zum Beispiel nicht nur kostenlose Arbeitskraft geben, sondern auch noch Geld. Ja, wir zahlen Geld ein und umso mehr Leute das machen, umso mehr kann da DHV selber Personal einstellen. Fachpersonal, damit man halt bei der Politik auch Gehör findet. Das muss ja alles Hand und Fuß haben. Du brauchst Quellen, die müssen belastbar sein. Die Zahlen, die man da bringt, die müssen alle nachweisbar sein und am besten von einer unabhängigen Quelle oder gleich zwei. Das ist ein langwieriger Prozess aufgrund dessen, weil halt erst einmal genug Mitglieder geworben werden müssen. Ja? Jetzt hast du aber ein paar Leute, die das erkennen, ui, du kannst Geld machen mit dem Kampf um Cannabis. Ich setze mich doch auch ein. Hey, das wäre doch cool, wenn ich auch ein bisschen Geld abzocken könnte.
Und dann gibt es halt reihenweise ein paar Kandidaten, aber ich will jetzt auch da keine Namen nennen, die halt da einen Weg für sich gefunden haben. Das ist ja auch in Ordnung, weißt? Von mir aus verdient einer mit Werbung. Von mir aus verdient einer mit dem, dass er andere diffamiert. Das ist mir egal. Selbst einer, der mich dauernd beleidigt, das ist mir scheißegal. Weißt du? Wichtig ist am Ende das Ziel. Das ist die Cannabis-Legalisierung. Und jeder von denen, die meinen, sie setzen sich dafür ein, haben natürlich auch ihr Publikum. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Am besten versuche ich es einmal mit einem Vergleich. Wer schon länger Cannabis konsumiert, weiß, in jedem Lebensalter gibt es bestimmte Quellen, die man anzapfen kann, wo man es herbekommt. Wenn man älter wird und aufhört damit, also ich habe ja aufgehört, habe ich natürlich auch keine Quellen mehr gehabt. Schon gar nicht, als ich wieder in Berlin war. Erst als ich mich wieder entschieden habe, dass ich Cannabis medizinisch nutzen möchte, habe ich wieder eine Quelle gehabt. Natürlich, weil ich zum Arzt gegangen bin. Und durch die Selbsthilfegruppen lernt man Leute kennen. Und durch die Leute lernst du Leute kennen und so weiter und so fort. Und plötzlich hast du wieder ganz viele solche Quellen, wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, natürlich auch nicht. Man muss das ja nicht nutzen. Mir geht es eigentlich eher darum, so ein Formballon. Also ja, dass wir einfach nur einen bestimmten Zugang zu bestimmten Leuten haben. Angenommen, ich habe 5 verschiedene Quellen und die kennen sich untereinander nicht. Dann bin ich mir sicher, dass jede von diesen Quellen Leute kennt, die ich nicht kenne. Und die kennen wiederum Leute, die und so weiter. Und alle konsumieren die. Das ist so eine Wolke, bloß hat man halt nicht Zugang zu jeder Schicht. Verstehst du das? Und so sehe ich das auch mit dem Aktivistentum. Wir sind verschiedene Aktivisten, wir haben verschiedene Zielgruppen, wir sprechen verschiedene Leute an. Jetzt ist es bei mir ja eh schon so verzwickt, weil ich ja die ganze Zeit auch noch Videos mache, die gegen den Drogenkonsum sind. Oder zumindest warnen sollen, dass man darüber sich ganz klar ist, wie schwer das ist, das danach wieder bleiben zu lassen, wenn man es ausprobiert. Aber ich kann es verstehen, weil ich habe alles Mögliche ausprobiert, bis auf Crystal, weil ich da halt überhaupt keinen Bock drauf habe. Verstehst du? Ich habe damals, wo ich ganz krass auf Koks war, ein Coupé, so eine richtige Lügenzeitung, Geschichten über Crystal gelesen, was da passiert, wenn die Leute konsumieren. Das war ein absoluter Rotz, was die da geschrieben haben. Aber es hat mich neugierig gemacht, dass ich losgezogen bin und mich schlau gemacht habe. Wir hatten ja noch kein Internet, also musst du in der Bücherei latschen. Habe ich gemacht, habe mir das durchgelesen, habe für mich entschieden, Finger weg vom Hitler-Speed. Hitler-Koks, wie das Zeug hieß. Panzerschokolade. Finger weg davon. Das macht mich nicht bloß ein geiles Feeling, sondern gleichzeitig macht es während einem geilen Feeling deinen Kopf kaputt und deinen Körper kaputt. Ich habe dann Leute gesehen, später, also in der heutigen Zeit wieder, die drauf sind auf dem. Ich habe sie nur laufen sehen. Die Gesichtszuckungen her und die fahrigen Bewegungen und dieses überschwängliche Glücksgefühl, was die da gehabt haben. Weil im Winter zieht der eine da sein T-Shirt in der S-Bahn auf und macht einen Kopfstand auf dem Sitz, weil es immer, immer so, weißt du? Da wir genau gewusst, was bei dem gerade abgeht, dass der ohne Ende Glücksgefühle hat. Und so wie es aussah, war es halt Crystal, so wie der aussah. Und dann denke ich mir, hey, Alter, gleichzeitig zerstörst du gerade deinen Körper. Mindestens so wie beim Alkoholkonsum, einem exzessiven Alkoholkonsum. Flasche Schnaps, Minimum am Tag. Und dann denke ich mir, hey, das ist es doch nicht wert. Das Glücksgefühl hätte ich schon auch gern, aber nicht den Preis dafür bezahlen. Ich rede nicht vom Euro. Ja? Aber wenn man immer am Schwarzmarkt kaufen muss, lernt man irgendwann einmal einen kennen, der das einem auch mal anbietet. Und wenn du gerade down bist, richtig weit unten, da ist die Versuchung halt groß. Gell? Trotzdem würde ich sagen, ey, nee, no, never ever. Das hat mich auch irgendwann davon abgehalten, dann Koks oder sowas, oder Speed, weil du weißt nie, ob irgend so ein Dreckschwanz dir da was reinmischt. Nur um dich dann zu haben. Weißt du, was ich meine? Du denkst, du ziehst da dein Speed und plötzlich ist der Crystal drin.
Hallo, die ganze Nacht wach. Oder weiß ich nicht wie lang. Wenn du länger als 2 Tage und Nächte durchmachst, wirst du echt verrückt im Kopf. Du hörst Dinge, die nicht da sind. Du hörst alles lauter. Deine Nerven sind total überreizt und du kriegst auch irgendwelche Panikzustände, Angstzustände oder spinnst dir Sachen im Kopf zusammen und hältst das für real. Und erst wenn du schläfst, richtig gut ausschläfst, ist das wieder ganz normal, aber du bist halt schlecht drauf, weil du habt ja von dem Zeug. Und ich denke mir, wenn du denkst, du nimmst Koks und ziehst da aber stattdessen Crystal her, hast du da keinen Spaß. Sowas ist enorm gefährlich. Ja? Also wenn du nicht jemanden kennst, der weiß, wie man das aufkocht und du machst dir dann einen Stein, damit du einen Crackstein hast, und dann weißt du, wie schwer das Ganze war, dann bist du auch, kannst du auch sicher sein, ob das ein Koks ist oder nicht. Ist es keins, hey, dann ist das, kann das tödlich enden, wenn du dir genau dieselbe Menge reinziehst. Und weil sowas einfach so gefährlich ist, kann ich einfach nur abraten. Aber es muss jeder für sich selber wissen. Ja? Aber Leute wie mich, die triffst du nicht einfach so auf dem Schwarzmarkt. Weil, weißt du, ich hab nichts davon, wenn du da irgendwas holst oder nicht holst, das ist mir ganz egal, das ist all dem. Musst du wissen. Aber ich kann dir sagen, dass jede Droge seinen Preis hat. Außer Cannabis vielleicht. Oh, doch, hat auch seinen Preis. Man wird vergesslich. Manche Sachen vergisst man nicht. Zum Beispiel, dass Rot-Grün das Samenverbot beschlossen hat, damit die CDU nicht dagegen stimmt, wenn sie Polamidon zur Substitution einsetzen und Codein und dass so eine Testprogramme gefahren werden. Die CDU, CSU hat da immer dagegen gestimmt. Die sind immer dagegen gewesen, Nadeltauschprogramme zu machen für Junkies. Was? Das ist halt etwas, haben sie sich überlegen müssen. Die haben gesagt, Hanfsamenverbot. Jetzt überlegen wir uns einmal. Wenn da einer ist, der Cannabis anbauen möchte, dann tut er das illegal, das weiß er. Dem ist doch egal, ob er seinen Samen in Deutschland kauft oder ob er nach Österreich, Schweiz, Italien, England, Irland, Schottland, Norwegen, Dänemark, egal wohin fährt und sie da kauft. Und dann kann man auch das Internet, du kannst es online bestellen. Aber das haben sie noch nicht gewusst. Ja. Aber jetzt überlegt er das doch einmal. Was haben wir denn davon, dass der Hanfsamen bei uns, ob der legal ist oder illegal? Das Einzige ist, wir haben einen illegalen Schritt mehr, wenn wir anbauen möchten. Und da haben sie sich gesagt, hey, andererseits können wir dann Menschenleben retten. Und ganz ehrlich, meins haben sie damit gerettet. Mir hat er zeitlang geholfen, mich wieder zu fangen und über mich nachzudenken, mein Leben zu reflektieren. Und ja, ich habe bloß ein paar Mal die falschen Entscheidungen getroffen, aufgrund dessen, weil ich von außen irgendwie beeinflusst worden bin. Aber ja. Mein Innerstes, wenn ihr auf meinen ersten Impuls hört, dann ist er richtig. Ich darf dann nicht nur mehr auf andere hören, es sei denn, es geht in dieselbe Richtung. Mir geht es darum, dass ihr versteht, es gibt so viele verschiedene Menschen. Und alle haben ja eigentlich nur so ein Ding, was sie gleich haben möchten. Und das ist, dass Cannabis legal erhältlich ist für Erwachsene. Wir lassen so viel nach. Ich glaube keineswegs, dass es gefährlich ist, wenn ein 16-Jähriger konsumiert. Wenn es wenig ist, seltenst und unter Aufsicht, also in der Wohnung, in Eltern anwesend sind, in mir separaten Zimmer mit seinen Kumpels oder weiß ich nicht, ein paar Leuten halt. Geringe Mengen, ganz wenig nur, damit es halt lustig ist und so. Wer aufsichtigt? Ohne Aufsicht wäre es eine Katastrophe, das ist doch ganz klar. Aber so zu tun, als würde ein 16-Jähriger, der Bier kaufen darf, mit einem Joint vertragen, das ist echt hart. Eigentlich sollte Alkohol auch erst ab 18 sein und wir sollten den Zugang dazu sehr beschränken, weil es so gefährlich ist. Ich habe so viele Menschen gesehen, die kaputt gegangen sind am Alkohol. Sehr viel mehr als an Cannabis, obwohl ich eigentlich nur mit Kiffern zusammen war, meine ganze heranwachsende Zeit. Zwischen 18 und 25, ich war nur mit Konsumenten unterwegs.
Und nur Alkohol, Heroin und Koks. Die drei Sachen, die haben es irgendwie drauf, das Leben so zu zerstören, dass alles zu spät ist. Und zwar wirklich nur aufgrund des Konsums. Auf dem chronischen Konsum. Ein schwerer Alkoholiker, der geht dann immer in die Arbeit, der pflegt sich nicht mehr, der liegt dann irgendwann einmal draußen unter der Brücke. Ein Junkie geht nicht mehr arbeiten, der versilbert alles, was er kann, und wenn er nicht kriminell werden möchte, wird er unweigerlich draußen landen und Pfandflaschen sammeln für einen Schuss. Ja, passiert. Ganz genau so ist es. Und der Kokser, meistens sind es ja die, die richtig viel Geld haben. Ne? Am Anfang ist das auch voll, gibt Gas, bis zum geht nicht mehr. Aber da ist kein Vollgas mehr. Da bist du nämlich Banane im Kopf. Du verrechnest dich, du machst Fehler ohne Ende. Spätestens da hast du auch schon keine Freunde mehr, weil du ein richtiges Arschloch bist, ein Ego-Arschloch. Ne? Koks ist eine Ego-Droge. Und wenn du anfängst, das Zeug zu spritzen, Alter, ja, dann ist der Weg zum Age nicht mehr weit. Weil das nehmen die meisten mich dann, um runterzukommen von dem Coca-Wahn. Und dann ist der Weg nicht mehr weit zu spritzen. Ganz genau so war es bei mir. Ich habe jetzt nur meine Geschichte in kurzen Worten erzählt. Und jedes Mal war irgendeine Frau mit dabei involviert und wegen der war es halt einen Schritt weiter als wie den, wo ich gehen wollte. Und mein Leben ist nicht gerade so toll gewesen. Bis vor 20 Jahren, hey, da wo ich mich entschieden habe aufzuhören. Ich habe gesagt, ich mag nicht mehr. Nicht die Therapien haben mir das gesagt. Die Therapien haben mir geholfen, mich zu verstehen und zu erkennen. Eine davon. Die erste, die bei Daytop. Aber erst sehr viel später, als ich clean war, als ich wollte, da habe ich die Sachen erst verstanden, vorher nicht. Die letzte, die habe ich nur benutzt, um aus dem Knast rauszukommen, damit ich die Jahrtausendwende draußen sein kann. Point. Aber ich bin clean geblieben, weil ich das wollte. Weil ich eine Partnerin gehabt habe, die mich unterstützt. Weil wir Sachen gemacht haben, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber es waren alles so normale, clean Dinge mit Menschen, die alle, ja, die trinken einen Alk. Die sind ganz am Anfang mal Bier gewesen. Und war lustig, weißt du, Festivals und tralala. Legal einfach nur sein. Das war einfach schon cool. Ja. Und dann, als das medizinische Cannabis wieder gekommen ist, fühle ich mich trotzdem noch legal. Ja, ich tue ja nichts Illegales. Ich habe auch keinen Kontakt irgendwie groß. Ich kenne niemanden, der Crystal verkauft oder sowas. Oder Ecstasy oder Trips oder sonst irgendwas. Ja. Null. Tja, Leute. Jetzt habe ich mich wieder so verfranzt. Immer wieder will ich eigentlich nur sagen, dass wir deswegen verstritten sind, weil wir ja verschiedene Ansichten haben. Der eine will es halt in einem CSC, der andere möchte es im Coffeeshop, der nächste, der möchte es halt von der Industrie. Grob gesagt. Zwar ist es nicht so, aber so Feinheiten sind es halt eigentlich nur. Ja, jeder möchte vorne stehen und der Held sein. Und das ist das Problem. Es ist so vergänglich, die Zeit ist so schnell rum, zack. Ist so. Peace out.